Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War und dem Beagle. God of War, Ragnarok und dem Beagle. Warum auch den ganzen Namen des Spiels sagen? Wir wissen ja alle, was wir hier zocken, ne? Wir wollen noch so eine Bergbaumaschine. Ups. Aua, Mann, ihr kleinen Mistratten! Wieder irgendwo ein Nest hier? Ja, aber Atreus hat sich auftreffen lassen. Wie beruhigend. Ich verstehe es nicht. Die Zwerge waren nicht angekettet wie der Lingbakir. Konnten sie nicht gehen? Und dann was? Ihre neu gebauten Schmieden vergifteten den Boden Svartalfheims. Da sie keine eigene Nahrung anbauen konnten, mussten sie aus Asgard kaufen. Würden sie aufhören zu arbeiten, hätten sie Okay. nichts mehr zu essen. Oh, das ist schlau. Das ist schlecht für die Zwerge. Die armen Zwerge. Also sind die Zwerge im Grunde. Nein. Achtung! Hinter dir! Ja. Mach doch bitte auch mal was, Atreus, oder muss ich ja alles alleine snetzen? Also sind die Zwerge im Grunde Sklaven. Wow, ein Yggdrasil sah nach Muspelheim. Glaubst du, der führt zur Kampfarena, die wir vor Jahren besuchten? Warum vor sagst du Jahren? Das? Und stinken vielleicht. Suters Spießruten. Das war ein Spaß. Das war Training. Hattest du keinen Spaß? Ja, doch, wie auch er immer. Hatte Spaß. Wir sollten die andere Hälfte des Samens suchen. Ach was? Wenn er wieder ganz ist, sehen wir, wohin er führt. Das Gemetz der Schmelztiegel gefallen hat begonnen. Wie komme ich denn da dahin? Also es mag ja alles schön und gut sein, aber wie komme ich darüber? Irgendwo muss ich doch darüber kommen. Ah, da unten. Warte mal. Achso, ich hab die in der Hand. Ist okay. Was? Du Mistvieh! Das war eindeutig von hinten. Das war eindeutig von hinten, Leute. Wie viel von hinten will das Vieh denn noch? Wie viel von hinten will das Vieh denn noch? Ist das von hinten genug? So, und jetzt möchte ich einfach nur hier runter. Geht das auch? Nein, das geht nicht. Da muss ich echt wieder runterklettern. Von mir aus. Kratos? Als würde Kratos zugeben, dass er Spaß gehabt hat am Kampf. Wo er doch eigentlich immer predigt, dass das nicht gut ist und so. Wie unfair, wie komme ich denn da hin? Geh mal weg, Kleiner. Okay, sehr verwirrend, wie komme ich da hin? Ich verstehe das nicht ganz. Und da oben komme ich ja auch nicht hin. Irgendwas übersehe ich hier doch gerade hardcore, oder? Kann ich irgendwo hier ein Dings kaputt machen oder so? Nein. Irgendwas muss ich hier doch kaputt machen können, sonst würde ich ja gar nicht dahin kommen. Weird. Es juckt so sehr, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen am Arm. Sag mal, was ist hier mit? Kann ich das nachkommen? Nein, nochmal drehen geht nicht. Schade. Kann ich es nochmal in die andere Richtung drehen? Hab ich da vielleicht irgendwas? Was übersehe ich hier gerade? Irgendwas übersehe ich wieder, da bin ich mir relativ sicher. Ah,
Kann ich... Ich kann den drehen. Ich kann den drehen, Leute. Ich kann den drehen. Das Mist. So nämlich. So, aber wie komme ich nach da unten? Ah. So komme ich nach da unten. Eine zerbrochene Rune. Okay. Was erfahren? Weiß ich nicht. Ich lese das nicht. Ich lese das immer für mich selbst. Später, wenn ich dran denke. Ich glaube, da muss ich noch eine Runde machen. So nämlich. Meine Güte. Sehr gut. Jetzt kommen wir rüber. Ja, danke, dass du deinen eigenen Vater lobst. Ja, ich weiß, Kleiner. Du könntest ja deinen Teil dazu beitragen und die einfach töten. Wie wär's, hm? Runter mit dem Kettending. Ah, wie komme ich denn darüber? Kann ich das nochmal drehen? Bestimmt, wenn ich die richtige... Na, die will ich nämlich haben, die Truhe. Auch wenn es nur eine rote ist, aber auch die halten ja Materialien bereit. Seht ihr, Rohleder. Hab Rohleder erhalten, bin glücklich. Bin genervt, dass mein Arm juckt. Ich muss, glaube ich, irgendwie... Ich habe, glaube ich, wieder irgendwie... Weiß ich nicht. Muss ich einfach mal schauen. Und dass ich gleich was für Allergien nehme. Das hilft nämlich immer sehr gut gegen den Juckreiz. So. Kann ja nicht sonderlich schwer sein, ne? Hoppala! War das nicht geplant? Das lasse ich mir mal. Ist auch nicht so einer. Nee, eigentlich solltest du den hier. Aua! Kommen immer mehr! Ein Bergsrohr! Brütet Scheusale aus, als gäb's kein Morgen! Für sie wird es so sein! Ja, ja. Nein, 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 nein. Aber ich krieg den nicht aufgeladen. Ja, danke, Kleiner. Nein, 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 aua. Noch ein Scheißer. Ja, danke. Wo war das denn jetzt? Die Heilung, wo war die? Da war die Heilung. Mach mal alleine, Kleiner. Oh. Nein! Ein bisschen Skill muss ich hier doch beweisen. Ah! Ja, ja. Und zack, weg mit dir. Lief okayisch. Was? Mach's platt. Atreus, bitte mach's einfach platt. Dankeschön. Danke, Atreus. Danke. So. Dann schaffen wir es sogar noch zu Dulin. Mir kam da ein Gedanke. Ja? Was, wenn wir unseren nächsten Kampf unauffällig haben? Nein. Es ist getan. Wenn man so eine magere Aufgabe getan nennen kann. Bloß ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein der Besetzung durch Asgard. Du musst mit deinen Taten leben, aber lass dich von ihnen nicht heimsuchen. Oh, und warum nicht? Dir wurde ein unlösbares Problem gegeben. Mach dir keine Vorwürfe, es nicht gelöst zu haben. Die Zwerge würden das sicher ganz anders sehen. Naja, aber... Das bringt nichts in Ordnung. Nein, aber es ist ein Anfang. Genau, da hat Kratos recht. Die Svartalfame-Schlacke, die wir gesammelt haben, könnte in den Händen von Brock oder Sindri von großem Nutzen sein. Das weiß ich. Aber wir wollen jetzt zu Dulin. Die Luft ist viel sauberer. Bloß wegen der stillgelegten Maschinen. Nehmen wir mal gucken, wo ich hin muss.
Was? Hier ist auf jeden Fall was für mich. Also ich fahre jetzt erstmal in irgendeine Richtung und bestaune, ob das denn richtig ist. Vater, dann sehe ich aus wie du. Was meinst du? Na, größer. Dann bekomme ich Muskeln wie deine. Wenn du hart arbeitest. Aber Baldur war wirklich stark und er hatte keine Muskeln. Es gibt ja nur... Meine Kraft kommt nicht aus meinem Körper. Doch beide sind durch Disziplin gestellt. Was soll das heißen? Das heißt, du hast in jedem Fall die Stärke eines Gottes. Aber wenn du den Körper eines Gottes haben willst, musst du anfangen, schwere Dinge hochzuheben und abzustellen. Geil. Ja, aber Baldur war ja auch eher, ich sag mal, von den Muskeln her mit langen Muskeln. Tja, das Schild da oben, das einen den Kopf einschlagen kann, deutet zumindest darauf hin. Baldur hatte halt, ich sag mal, lange Muskeln. Und lange Muskeln werden nun mal nicht breit, so wie bei Kratos. Das heißt aber nicht, dass sie nicht stark sind. Also das ist ein himmelweiter Unterschied. Wir wollen zu Dürlin. Habt ihr einen Termin? Nein. Hatte hier jemals jemand einen Termin? Willst du hier was holen, Kumpel? Glaubst du, weil du einen abgetrennten Kopf am Gürtel trägst, nehme ich vor lauter Angst Estrids Erweiterungsvorschlag an? Wir suchen einen Gefangenen Odins. Er wird in einer Mine festgehalten. Freunde meinten, du kannst helfen. Woher hast du... Ihren Kopf hast du auch damit abgetrennt, ja? Sie war meine Frau. Oh. Tinet und ich haben uns gefragt, wo sie war, nachdem unser Coup hier fehlschlug. Fehlschlug? Ja, komm, komm. Fehlschlug. Faye ist tot. Die Besten sind tot. Und die Überlebenden zahlen den Preis. Ich fürchte, ich kann euch mit eurem Gefangenenproblem nicht helfen. Aber er weiß vielleicht, wie man Odin aufhält und Svartalfheim von den Asen befreit. Ich habe nicht vor, mich nochmal mit dem Allvater anzulegen. Wartet, bevor ihr geht. Nehmt das. Was ist das? Eine Strafe. Hygieneverstoß wegen unsachgemäßen Transportes eines Kopfs, 2 Tadel für das Aussprechen des Vornamens des Allvaters und für das Versauen meines Tisches. Eine Strafe? Bezahlt, wenn ihr wollt. Ja? So ist mein Büro. Wie nutzlos bist du denn? Wie nutzlos bist du denn? Hallo. Was genau an raus aus meinem Büro versteht ihr nicht? Du sagtest, sie heißt Tinet? Oh, klar. Danke, schätze ich. Wow. Das hat mir zwar voll weitergeholfen hier. Oder es steht in der Strafe zufällig etwas drin, was wir
vielleicht sogar verwenden können. Hey, das ist keine Strafe. Nicht jetzt. Vor uns sind Feinde. Wo denn sind da? Aber mach doch mal was kleiner. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Ja, ja. Aber gerade bin ich noch beschäftigt. Ach, den habe ich schon platt gemacht. Okay. Der ist mir ausgewichen, oder wie? Danke, Kopf. Mir. Er hatte keine Chance. Bim, bim, bim. Ich vergesse immer, dass ich ein Schild habe. Bin ja hier nicht im Bloodborne. Wo kommst du eigentlich her, du Könner, ha? Skulver! So, und jetzt, wo denn da oben die beiden? Aua! Ja, aua! Aua! Sag mal, du kleiner Scheißer, was? Dann erledige die da oben doch auch mal! Nein! Ach, komm! Ja, weiß ich. Mann. Ja, hier ist doch irgendwo. Was? Du bist so ein kleiner frecher Scheißer, ey. Sag mal, ihr Scheißer, ihr. Davon krieg ich dann aber Schiss, ne? Ja. Nein. Nein, ach, ganz viele hinter mir. Oh mein Gott! Oh, wo kommen die denn überall her? Letzter Gegner! Na, mach doch! Ja, das brauche ich nun wirklich nicht. Ich brauche lieber einen Heilstein. Also gut. Wie ich schon sagte, ich glaube, Düden zeichnete den Weg auf. Aha. Der Zwerg hat seine Karte. In etwa. Tja, du hast den gerochen. Aber sie führt wohl zu einer Mine hinter dem Berg. Ah. Hier. Dürlin hat uns geholfen. Nicht jeder benutzt Äxte und Pfeile zu kämpfen. Hoppala. Okay. Die Suche nach Tür. Suche nach der Mine. Ja, das ist okay. Oh, cool. Oh, noch viel cooler. Ist das schön. Heilung. Meine Güte. Moment. Ich bin noch nicht fertig, Kleine. Ich gehe auch noch mal oben gucken. Und wenn die Folge vorbei ist, muss ich ganz dringend pipi. Hier ein Mädchen. Ich glaube, diese Kampfstelle konnte man im Trailer sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Warum kann ich das eigentlich machen? So richtig weiß ich es nicht, wenn ich ehrlich bin. Oh, das hätte ich fast übersehen. Hier unten kann ich es auch machen. Ich habe keine Ahnung, warum. Kriege ich irgendwie eine Auszeichnung dafür, wenn ich es gemacht habe? No one knows. Babs! Babs, und jetzt den hier noch, weil ich habe keine Ahnung. Warum kann ich das denn machen? Ich finde es sehr eigenartig, dass man mir nicht sagt, warum ich das machen kann. Aber sei es drum. So, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Soll das etwa schon heißen, dass wir bald Tür treffen? Das Ding könnte uns hoch auf den Berg bringen. Ich bin da oben eine Mine. Ah, nichts übertrifft eine Fahrt mit dem Zwergenzug. Ah, oh, das klingt so richtig begeistert. Nee, da komme ich noch nicht voran. Okay. Okay, Zwergenzug. Wir fahren mit dem Zug auf den Berg, wenn du bereit bist. Ja, sofort. Ich habe hier noch eine Truhe entdeckt. Das Leuchten war so markant. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich frag mich, wie Tür gestaltet ist. Meine Tür konnte man tatsächlich die Stimme schon im Trailer hören.
von Odin, von Thor und doch von Odin auch im Story-Trailer von Thor zum Beispiel nicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich die deutsche Stimme von Thor so gelungen finde. Sie hat funktioniert und sie hat mich eigentlich noch nicht mal gestört. Aber irgendwie stelle ich mir bei so einer imposanten Person wie Thor, der einfach mal kurz machen musste, damit ich 5 Meter weit fliege, die Stimme irgendwie anders vor. Frag mich nicht wie. So wie zum Beispiel bei Chris Hemsworth aus Thor einfach die Stimme super passt, weil seine deutsche Synchronstimme einfach super zu ihm passt. Und die kann ja so schön geschwollen reden und das ist bei Marvel ja beabsichtigt. Aber jetzt mich da total drüber aufzuregen oder so, das wäre übertrieben. Die Stimme hat ja trotz allem super funktioniert. Aber ich habe mir einfach eine andere Stimme vorgestellt. Auch bei Odin, das Aussehen, gebe ich zu, habe ich mir nicht so, ich sag mal, kümmerlich vorgestellt. Das Ding ist, ich bezweifle, sollten wir gegen Odin kämpfen müssen, dass das ein kümmerlicher Kampf wird. Ich glaube eher, das wird ein richtiger Pain in the ass werden, sollten wir gegen Odin kämpfen müssen. Aber ich muss gestehen, in der Zwischensequenz sah er halt einfach aus wie ein alter Mann. Ich weiß nicht, inwiefern das in der Mythologie so gegeben ist, dass er als so gebrechlicher alter Mann dargestellt wird. Gebe ich zu, weiß ich nicht. Ich wusste das mit Thor. Ich weiß ungefähr, wie Tür aussieht. Ich habe früher mal mit einer Freundin RPGs gemacht. Das sind Roleplay-Games. Zu zweit dann Geschichten erzählen. Da konnten wir Charakter anlegen. Und wir haben auch ein paar Sachen in der nordischen Mythologie gespielt und uns dementsprechend schlau gemacht. Und ich meine mich in Sinn zu haben, dass wir bei Odin doch recht zufrieden waren mit der Darstellung von dem, der es in Thor gespielt hat. Wer ist das denn? Oh Gott, ich tue dem Mann gerade voll Unrecht, dass ich ihn nicht weiß, wer er ist. Thor, Marvel. Bitte, es wird voll peinlich, wenn ich das jetzt nachgucke mit der Besetzung. Anthony Hopkins. Es tut mir leid, Anthony Hopkins. Es tut mir unendlich leid. Ich meine, mittlerweile sieht er ja auch aus wie ein alter, gebrechlicher Mann, aber er spielt ja auch Odin nicht mehr. Aber das mit den etwas längeren Haaren und dem doch etwas breiter gebaut. Er war alt, aber trotzdem so breit genug gebaut, um ihn als Odin, als den Allvater wahrzunehmen. Aber gut, ne? Bei Zeus hat man ja auch immer so eine gewisse Vorstellung. Die nicht zwangsläufig auf einen alten Mann zutrifft. Wobei es gibt auch Erzählungen, in denen Zeus ein alter Mann ist. Wobei ich frage mich eh bei Göttern. Götter können ja in dem Sinne nicht altern. Entscheiden die sich dann dafür, alt auszusehen? Und dafür habe ich jetzt übrigens überzogen. Ist aber eine gute Frage, ne? Ich meine, guckt euch Freya an. Freya sieht noch richtig, bis auf die Trauer, die ein bisschen ihr zugesetzt hat, richtig frisch und jung aus. Ich bin auch ehrlich, wenn das mit Baldur nicht gewesen wäre, glaube ich, dass sich eventuell auf längere Sicht hin, nicht zu früh nach dem Tod seiner Frau natürlich, aber er hat sich schon sehr gemocht, die Freya. Und ich glaube, wenn da nicht sogar etwas Romantisches hätte entstehen können, wären sie aber doch sehr, sehr gute Freunde geworden. Allein schon, weil sie den Jungen auch so mag. Und ich glaube, Kratos hätte das sehr viel bedeutet. Und er will Freya ja auch immer noch nichts tun. Schade, dass jetzt auf Freya gerade noch so gar nicht mehr eingegangen wird. Ich wünsche mir auch sehnlichst, dass ich sie nicht töten muss. Ich frage mich nur, wieso kämpft sie jetzt? Wieso kann sie kämpfen? Ich dachte, Odin hätte ihr untersagt, kämpfen zu können. Und trotzdem hat sie Thor ja ganz am Anfang deutlich mit einem Schwert angegriffen und ihre Magie gegen ihn benutzt. Eigentlich ist das ein Verstoß gegen Odins Gesetze. Aber Odin scheint das im Moment noch zu dulden. Er hat ja angeboten, sich um seine Ex zu kümmern, ne? Fand ich auch ein freches Angebot. Und Thor hat ja auch zum Glück... Kratos hat ja auch zum Glück abgelehnt. Okay, ihr Lieben.
Hinterlasst mir gerne einen Kommi. Nächste Mal Zwergenzug. Ich fand Durlin jetzt interessant. Auch wie schnell er Kratos wütend gemacht hat. Ich verwechsel Thor und Kratos jetzt immer. Das ist traurig. Naja. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.